Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es ist der Heiligabend. Heute ging der Sale von Griefer Games live. Ich habe mir das größte Paket geholt und ich habe ja auch von Labby Mod so richtig schicke Cosmetics bekommen. Ein paar Wings, dann hier so ein Cloak. Lifetime ist das sogar. Aber ich habe mir jetzt hier 34 große Winterkisten geholt. Nachdem ich die aufgemacht habe, zeige ich euch noch, beziehungsweise blende ich euch noch die Creator-Kristalle ein. Die habe ich nämlich, musste ich ja natürlich auch aufnehmen. Die blende ich euch danach ein. Ah, jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier was Geiles rausbekommen. 105 Euro habe ich gezahlt. Es wird natürlich auch ein bisschen Spaßzeug geben, eine Money-Kiste. Ich würde sagen, die machen wir hinterher auf. Die hat wahrscheinlich noch ein paar bekommen, wenn ich das hier so sehe. Ja. Oh, da sind schon mal 100k drinne. Digga, wie viele Money-Kisten? Wieder, oh, 500k. Wir werden sowas von ranziehen. Ach, nein. Ich möchte den Rand nicht am Spawn einlösen, danke. Alter. Ah, ja, ja. Also ich hätte schon gerne den Zuckerstang-Prefix, das muss ich sagen. Junge, also wenn wir 100 Millionen daraus ziehen, dann ist das noch okay. Aus den Money-Kisten. Einen Bonze-Booster. Boah, ist okay. Lucky Block. Oh, da ist nochmal zwei Money-Kisten. Junge, wie viele Money-Kisten sind das? Ein Rand. Oh, hier ist Spawn und 2 Millionen. Oh, 10k Drop. Das läuft. Dafür ist noch mein ganz zweiter Account zum Packer geholt, damit der auch Cash bekommt. Also wenn der CW schon nicht voll ist, dann muss man das hier schon mal ein bisschen nutzen, wa? Okay, Lucky Block. Der ist okay. Ich weiß nicht, ob die jetzt andere Effekte haben als die anderen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die haben einfach nur eine andere Farbe. Merch-Gutschein kann man an sich auch immer gebrauchen. Oh, da ist ein Glücksbringer drin. Zwei Supreme-Kisten. Oh, der ist, glaube ich, gut was wert. Da habe ich gefragt, der ist 150k oder irgendwie so wert. Einer wollte ihn für 300k verkaufen. Noch ein Bonze-Booster. Na, schauen wir mal. Oh, der Zuck, die Zuckerstangfarbe, bitte gönn. Weihnachtsstern habe ich. Oh, die wäre zu geil gewesen, die ich unbedingt haben, weil die zum YouTuber-Rang ja ultra gut passt. Das sind ja einfach die Farben vom YouTube-Logo. 250k Rentnerausweis, 2 Millionen. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Hier sind alle, wie viele Merch-Gutscheine. Iced-Out-Skelett, weiß ich nicht. Ist das was? Ah, das unten ist, glaube ich, okay. Moderne Baumeister-Picke nehme ich auch sehr gerne. Sowas habe ich nämlich noch gar nicht. Deswegen, 500k würden auch schmecken. Warum wusste ich es nur? 250k Rentenausweis. Das ist hier ein ganz starkes Armutszeugnis, das sage ich euch. Money-Kiste. Ah, wir haben noch die Money-Kiste. Da bin ich mal gespannt, was ich so rausbekomme. Steindrachenei. Jetzt habe ich Merch-Gutschein. Ah, kritische Situation. Zwei Supreme-Kisten. Da gehen wir auch gleich rein. Oh, da ist ein Hologramm Plus. Junge, wie viel... was will ich mit den ganzen Rändern? So viele Ränder kann ich gar nicht benutzen. Ja! Endlich! Ich habe noch nie einen... Obwohl, cool, der Supreme-Rang wäre geiler gewesen, aber Ender-Chest-Upgrade habe ich endlich eins. Ich will mir die Dinger nicht kaufen, nur wenn ich sie ziehe, habe ich gesagt, löse ich sie ein. 5k Bargeld, okay. Da haben wir noch 3 Stück, muss ich mir aufheben. 3 Com-Kisten, die sind, glaube ich, leer, ja. 3 Stück muss ich mir aufheben, die sind von den Creator-Kristallen, deswegen mache ich die noch nicht auf. Übrigens, so mal unter uns gerade gesagt, unter jedem meiner YouTube-Videos gibt es immer eine Kiste zu gewinnen, je nachdem, was gerade drin ist. Zum Beispiel gibt es gerade unter diesem Video beispielsweise eine große Winterkiste zu gewinnen.
Also lohnt sich immer mal was Schickes zu kommentieren, was auch zum Video passt. Okay, okay, wir nähern uns so langsam dem Ende. Ein paar haben wir ja noch. Noch ein Lucky Block. Zwei können wir noch aufmachen. Oh nein, warum nicht die 16 Grundstücksgutscheine? Die hätte ich echt... Die hätte ich gewollt. Nein, ich wäre... Oh, okay, ich dachte schon, das ist eine Com-Kiste. Okay, okay, okay. Dann machen... 16 Money-Kiste, das ist ja unglaublich. Machen wir die Supreme auf. Was haben wir hier? Die sieht jetzt nicht so geil aus. Rypex-Sneaker ist eher ein F. Dann haben wir hier... 50k ist okay. Jetzt bin ich gespannt, was wir aus den Money-Kisten rausbekommen. Der gibt hier auch ganz hohe Geldbeträge, aber oh, 6k Money-Drop ist ganz nett. Schauen wir mal. Okay, 102k habe ich. Oh, ist okay. Man muss sich mal vorstellen, wenn die 100k wären, glaube ich, die 100 Euro wären, glaube ich, auf eBay besser aufgehoben, Hustus. Nein, sowas machen wir nicht. Ich glaube, heute wird man reich. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Nochmal 1000er Drop. Was gibt's hier? Was gibt's hier? 500 Dollar. 1500 in meine Tasche. Was? 100k sind hier einfach drin und die werde ich nie bekommen. Junge, Junge, ist das traurig. Schau mal, 100 Millionen kann man hier gewinnen. Oder so ein Zufallsitem. Was auch immer das ist. Hat das von euch jemand schon mal jemals jemand gezogen? Schreibt das gerne in die Kommentare und was ihr da bekommen habt. Würde mich mal interessieren, was es da gibt. Ich habe das bis jetzt noch nie irgendwo bei irgendjemandem gesehen. Was gibt hier? 100k. Warum auch? Warum auch? Bitte. Irgendwas Schönes will ich noch haben. Und das sollen keine 50 Dollar werden. Ach, leck mich. Oh, das ist ganz traurig hier. Ganz traurig, traurig. Moment, was gibt's hier? 10k Money Drop, bitte gönn. Ah, schade. Wieder 50 Dollar. Letzte. Ich muss sagen, da habe ich, glaube ich... geileres Zeug, oder? Ich weiß nicht. Habe ich aus den Creator-Kristallen besseres Zeug gezogen? Damit wäre ich durch die Com-Kisten, mache ich jetzt mir nicht auf. Da ist aktuell nichts drin. Das lohnt sich absolut nicht. Weil ich muss sagen, von dem, was ich hier auf dem zweiten Account noch bekommen habe, da habe ich gerade 42k. Auf meinem Handy-Account habe ich... ich sehe es nicht, dass die Steuerung davor. Das ist wieder perfekt hier, würde ich sagen. Ja gut, das waren meine privaten Kristalle. Kann ich ja streiten, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Ich würde sagen, so eher... Na, wahrscheinlich eher weniger. Aber naja, unterstützt ja auch schließlich den Server. Von daher überhaupt gar kein Problem. Und ansonsten blende ich euch jetzt das Video ein, wo ich die Creator-Kristalle eben geöffnet habe. Da sind auch noch so die ein oder anderen. Da war sogar ein Hauptgewinn drin. Also gönnt euch viel Spaß damit. Warte mal, hab ich... Ne, schreib mal nochmal deinen Ingame-Namen rein. Oh, hier sind... Bitte, bitte! Ja! Ja! Was? Wir haben Hauptgewinn gezogen! Was? Babyspawner! Alter! Zack! Wie viel ist das Ding wert? Wie viel? Bitte sag das... Bitte sag das sechsstellig wert, bitte! Hier steht 900k bis 1,1 Mio. Also irgendwie die Supreme-Kisten sind irgendwie kacke alle. Grundstücksgutschein. Darf man noch mal mitmachen? Von mir aus kannst du gerne noch mal mitmachen. Bitte, bitte, bitte. Ach Junge, was will ich mit dem Zufallsrand verbohren? Und mit Geld ausgleichen. Da ist 100k drin. 5k. Nein, kein... Och, Mann. Junge, ich will neue Spieler beschenken. Was wollen die mit einem Snapchat-Korb? Das ist einfach hier nur... 50k, damit kann ich was anfangen. Na, ich mache sie jetzt erstmal auf. Entweder hauen wir sie in... Hier war einfach eine Sommerfarbe drin, ne?
Entweder hauen wir sie irgendwann in Streams raus oder nehme ich es für YouTube-Videos. Auf jeden Fall aufmachen, weil die doppelten Chancen müssen wir nutzen. Ein Bonze-Booster. Was ist ein Bonze-Booster wert? Zwei noch. 500k für die Com. Ja, GG, würde ich sagen. 500k in die Com-Kasse. Das schmeckt doch. Bitte, 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 bitte. Eine Super Supreme Kiste. 50k nochmal. Letzte. Ja! Ja! Das wollte ich schon immer haben! Geiler Scheiß! Oh, fast. Ey, ich hau hier meinen Stuhl noch klein. Ah, zum Glück ist das ja meine privaten Kisten. Feuerresistenz. Ja, ich brauche nie wieder meine Rüstung.